Ja, Halleluja. Wir wollen weitermachen und fortsetzen mit dem Thema die Einsetzung des Bundes von Mose in 2. Mose 24. Und es ist nicht bloß ein geschichtliches Thema, sondern es ist ein Thema, was uns als Christen heute noch anbetrifft, denn es hat extrem viel mit dem neuen Bund zu tun, den Jesus am Kreuz geschlossen hat. Und in beiden Bundesschlüssen ist die Rede vom Blut des Bundes. Jesus sagte beim Abendmahl das Blut des Bundes. Und auch hier ist die Rede vom Blut des Bundes, mit dem der Bund eingesetzt und wirksam wird. Also wir haben uns letzte Woche mit dem Schließen, mit dem Einsetzen des Bundes beschäftigt. Und wenn du die Botschaft noch nicht gesehen hast, du kannst sie auf YouTube nochmal anschauen. Einsetzung des Bundes, deine Erlösung, Beendung und Ersetzung. Genau, weil darum geht's. Wir werden erlöst, beendet und von Christus oder von Gott ersetzt durch diesen Bund. Woher kann man das erkennen, dass das die Bewandtnis dieses Bundesschlusses ist? Wir erkennen es an der besonderen Art und Weise, wie Mose den Bund geschlossen hat. Und er hat ihn geschlossen, nicht einfach mit einem heiligen Eid oder Schwur des Volkes, sondern er hat einen Altar errichtet und 12 Säulen errichtet. Und der Altar bedeutet, hier werden wir erlöst, beendet und ersetzt. Und die Säulen stehen davon, dass wir ein Zeugnis werden. Eine Säule bezeugt etwas. Die Gemeinde ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und die Säule der Wahrheit, sie bezeugt die Wahrheit. Der Herr möchte uns zu Säulen machen, indem wir Gott zum Ausdruck bringen und ihn widerspiegeln und bezeugen. Das ist sein Plan. Er möchte nicht nur Menschen, die seine Gebote einhalten, das wäre für Gott zu gering, zu wenig. Er möchte Menschen, die zu Säulen werden. Und damit meine ich nicht Lots Frau, ja, die wurde zur Salzsäule, aber die war eine andere Art von Säule, sondern eine lebendige Säule, eine Säule im Sinne des Herrn. 2. Mose 24, Vers 5, da lesen wir, dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Jungstiere als Friedensopfer für Jahwe. Wir haben hier zwei Opferarten erwähnt, nämlich zuerst, welches Opfer haben wir erwähnt? Brandopfer und als zweites Friedensopfer. Die anderen Opfer sind nicht erwähnt. Es gibt ja noch Speisopfer, es gibt Hebopfer, Schwingopfer, es gibt Sühnopfer und Trankopfer und so, aber es sind nur zwei erwähnt, nämlich Brandopfer und Friedensopfer. Und es ist sehr wichtig, dass wir die Bedeutung von beiden Opfern verstehen, warum genau die hier erwähnt sind. Das Brandopfer ist zur Zufriedenstellung Gottes. Du kannst es so vorstellen, das, was verbrannt wurde, das Fett zum Beispiel, das ist aufgestiegen als ein Rauch, der in die Nase Gottes gedrungen ist und war Gottes ein angenehmer Geruch. Und das großartigste Brandopfer, was jemals dargebracht wurde, war Jesus, obwohl da kein Feuer verbrannt wurde, okay? Als Jesus am Kreuz starb, gab es buchstäblich kein Feuer. Aber im geistlichen Sinne war Jesus ein Brandopfer, der sich Gott geopfert hat zur Zufriedenstellung des Vaters. Und als er das Opfer brachte, ist ein Wohlgeruch zum Himmel gestiegen. Das finde ich so schön in dem Lied Gemeinde des Christi Seelen. Da heißt es, ein Duft steigt Himmel an, also himmelwärts. Und dieser Duft, der da hochgestiegen ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist, das war der Duft des Brandopfers, des größten Brandopfers aller Zeiten. Also wir müssen verstehen, das Brandopfer dient zur Zufriedenstellung Gottes und der Mensch sollte eigentlich Gott zufriedenstellen, hat es aber nicht geschafft, er ist gefallen und deshalb brauchte es eines zweiten Menschen nach Adam, der Gott zufriedenstellt und das war Christus. Er hat Gott zufriedengestellt. Und damit hat er auch schon das Friedensopfer vollbracht. Er hat Frieden geschlossen zwischen Gott und Mensch und zwischen uns untereinander. Christus ist unser Brandopfer. Und weil Gott es ein angenehmer Geruch war, kam es zu Frieden.
Und deswegen, Christus ist unser Brandopfer, unser Friedensopfer. Ich glaube, wir verstehen jetzt die Bedeutung. Der Friede ist die Folge des Brandopfers. Gegenseitige Zufriedenstellung, gegenseitiger Friede. Und das braucht Gott, das will Gott, darum geht es beim Bund. Gott soll zufriedengestellt sein, auch wir sollen zufrieden sein. Und es soll letztlich ein Fest passieren. Ein Fest, da genießt man gegenseitig die Gegenwart, da freut man sich, dass der andere da ist. Gott will gerne sich freuen, dass sein Bundesvolk da ist, und sein Bundesvolk soll sich freuen, dass der Bundesgott da ist. Nun hat aber Christus nicht einfach so ein Opfer gebracht, was mit uns nichts zu tun hätte, sondern er hat uns mit diesem Opfer erlöst, ans Ende gebracht, von unserem eigenen Wurscheln, und er hat uns ersetzt. Wie Paulus sagt, nicht mehr ich, sondern Christus. Er will uns ersetzen. Und das ist nicht etwas, was wir nur erleben, wenn wir uns bekehren. Wenn wir uns für Christus entscheiden, anfänglich. Ja, dann sieht er Christus als unseren Ersatz an. Er sieht das Gericht, was uns zustünde, auf dem Sohn. Und so gesehen erachtet er Christus in dem Moment als unseren Ersatz. Aber Christus soll nicht nur unser Ersatz und Stellvertreter im Tod sein, sondern auch im Leben. Das heißt, Christus will auch jeden Atemzug, jeden Herzschlag, jeden Schritt, den wir gehen, will er in unserem Lebensvollzug uns ersetzen. Mit seinem eigenen Lebensvollzug. Und das geht nur, wenn wir uns selber stoppen, uns selber verleugnen, in dieser Haltung nicht ich, Herr, sondern Christus. Wir sagen Nein zu uns selber und sagen Ja zum Sohn, zu Christus. Und so hat übrigens der Sohn es uns vorgemacht. Er hat nicht seinen eigenen Willen gelebt, er hat sich auf jeden Schritt und Tritt gestoppt und hat Ja zum Vater gesagt und tat nur, was der Vater wollte. Und jetzt will Christus, dass wir es selber mit ihm machen, dass wir auf Schritt und Tritt viele Male am Tag uns selber stoppen, uns selber zu Ende bringen, freiwillig, nicht gezwungen, und sagen, Herr, übernimm du. Herr, deine Liebe, deine Güte, deine Geduld, einfach alles, was wir brauchen, selbst wenn es uns gut geht, wollen wir uns nicht mit unserer eigenen Freude freuen, sondern Christus als unsere Freude in unser Herz importieren. Und so wird er Moment für Moment unser Ersatz, und letztlich so werden wir, wenn wir ihn zum Ersatz für uns nehmen, dann werden wir in Gottes Augen heute, wo wir sind, zum Brandopfer und zum Friedensopfer. Dann ist Gott total glücklich über uns, dann haben wir Frieden mit Gott und wir strahlen totalen Frieden aus. Und wenn das Gott will, wenn es darum geht, dass wir ein Brand- und ein Friedensopfer werden, dann merken wir, dass einfach nur Gesetzesgehorsam Gott nicht zufriedenstellen kann. Sondern dann hätte es nämlich kein Altar gebraucht, kein Brandopfer und kein Friedensopfer. Man hätte bloß eine Willensbekundung gebraucht. Okay, wo ist der Stift? Wir unterschreiben den Vertrag. Ei, Sir, wir halten das Gesetz ein. Aber das wollte Gott nicht. Gott wollte mehr. Er wollte, dass an diesem Altar von Mose ein Brand- und Friedensopfer dargebracht wird und dass wir, dass das Volk, die Israeliten, zu einem lebendigen Brand- und Friedensopfer werden. Aber wie wir schon gesehen haben, die Israeliten haben das überhaupt nicht gecheckt, überhaupt nicht begriffen. Und auch Christen begreifen das nicht immer, dass das Gottes Absicht sein soll. Aber das ist Gottes ewiger Plan. Gott will sich austeilen in den Menschen. Das ist kein Modewort, er will sich austeilen, sondern das ist genau das. Wir machen Platz, wir machen Raum, wir stoppen uns und damit entsteht eine Leere, ein Vakuum, und Gott will das Vakuum füllen mit sich und sich hinein austeilen in dem Platz. Aber wenn du Gott keinen Platz gibst, wie kann er sich austeilen in dich? Wenn du voll bist mit dir selber, wie viele Christen, wie kann er sich selbst austeilen in dich? Er kann seinen ewigen Plan nicht verwirklichen, und so kannst du nicht Christus zum Ausdruck bringen, sondern nur dich selber. Deine schlechte Laune, deine Frustration und so weiter. Aber Gott will das nicht. Gott will nicht, dass wir uns selber zum Ausdruck bringen, eine Säule für uns selber sind, sondern eine Säule für ihn, dass wir ihn widerspiegeln. Aber was denken Christen? Was denken Menschen? Gott hat uns ein Gesetz gegeben, klar.
Er will, dass wir es halten. Was will er denn sonst von uns? Und diese religiöse Vorstellung, Gott erlässt ein Gesetz, also soll man es halten, ist so unendlich weit, weit weg. Gibt es so ein Lied vom Hubert von Geusern, oder? Weit, weit weg. Und das ist weit, weit weg. Sag mal, weit, weit weg. Einfach nur so das Gesetz halten, ist weit, weit weg von dem, was Gott wirklich will. Ein lebendiges Brand- und Friedensopfer, eine Säule, die Christus zum Ausdruck bringt. Aber jetzt denkst du, ja, ja, manch dumme Christen denken so, aber ich bin ja mittlerweile der Checker. Ich habe es ja mittlerweile schon begriffen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du eine Botschaft hörst, geht es dir nicht auch so, dass du denkst, sag mir, was ich tun soll, Herr, sag mir, was ich als nächstes machen soll. Wir springen reflexartig an auf diese Vorgabe. Wir hören eine Botschaft, wir hören eine Predigt, okay, wir tun es. Aber damit zeigen wir sind immer noch religiös. Wir stehen immer noch unter natürlichen Vorstellungen. Und ich sage euch, es braucht Zeit, viel Zeit, um das abzulegen. Und das abzulegen, Herr, egal was ich für eine Botschaft höre, du ziehst mich in deine Liebe, du ziehst mir dein Herz in die Liebesbeziehung zu dir. Das ist der erste Weg und der erste Schritt. Wir aber lesen der Bibel, du sollst das machen, du sollst jenes machen. Und wir denken uns, okay, Gott sagt's, ich tu's. Das klingt so vorbildlich, so löblich, aber ist nicht der Weg. Es ist nicht der Weg. Denn das sagten die Kinder Israel. Alles, was der Herr von uns fordert, wollen wir tun. Sie sprachen wie die vorbildlichst wohlerzogenen Kinder. Alle Eltern würden sich erstmal freuen, wenn Kinder so löblich, so gehorsam, folgsam den Eltern sich zeigen würden. Aber was schert mich mein Geschwätz von gestern? Oder ich weiß nicht, ob es Adenauer sagte oder... Genau, was schert mich mein... Ja gut, es kann mir niemand verbieten, dass ich von Tag zu Tag intelligenter werde, aber er sagt, glaube ich, auch, was schert mich mein Geschwätz von gestern. Ja? Und so ist es auch bei Christen oft. Wir sagen dem Herrn, was wir alles für ihn tun wollen und einen Tag später schon interessiert es uns nicht mehr. Oder eine Stunde später interessiert es uns nicht mehr. Und die Kinder Israel hat es auch nicht mehr interessiert, als sie sich zum goldenen Kalb aufmachten. Und deswegen, dass die Bekundung des Gehorsams, ich sag's mal, es ist nicht das Papier wert, auf dem es gedruckt ist. Es ist wirklich, du kannst eine Pfeife rauchen, es ist einfach nix wert. Im Gegenteil, es ist so wie Petrus, Herr, egal was du willst, ich sterbe für dich. Hat es irgendeinen Taug gehabt, diese Bekundung? Gar nichts. Es war blub, 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 es war in den Wind geredet, es war einfach nur... Es war einfach ein Chaos, es war ein Schmarrn, es war ein großer Unfug, was er da schwatzte. Und die Kinder Israel schwatzten auch groben Unfug. Sie kannten sich nicht, sie kannten Gott nicht und sie haben sich maßlos selbst überschätzt. Und so tun wir es auch oft. Wir denken, Herr, das schaffe ich, das mache ich. Aber wenn wir mal wirklich gescheitert sind, in einem guten Sinne, dann werden wir da etwas langsamer und wir werden etwas zurückhaltender und wir werden sagen, Herr, sei mir gnädig, ich schaffe das nicht, was du mir sagst. Und es können die einfachsten Dinge sein, wo der Herr weiß, das schaffst du aus dir nicht. Und dann sagen wir, Herr, ich danke dir fürs Kreuz, dass du mich erlöst, beendet und ersetzt. Wollen wir es mal sagen? Herr, ich danke dir für das Kreuz, da hast du mich erlöst, beendet und ersetzt. Amen. Und er ist immer noch in dem Prozess, uns mit sich selbst zu ersetzen und uns zu einer Widerspiegelung seiner selbst zu machen. Preis dem Herrn für das Kreuz. Das Kreuz ist der einzig gangbare Weg und der einzige Weg, den Gott möchte. Was tut das Kreuz? Es beendet uns. Das Kreuz steht nicht für Leiden, sondern für Beendung. Und was machen die Opfer? Die Opfer ersetzen uns. Wir müssen es unterscheiden. Das Kreuz beendet uns, die Opfer ersetzen uns. Das Sühne,
Der Sühnebock war ein Ersatz für den Sünder. Das Sühnelamm, die geopferte Taube, der geopferte Stier, war eine Stellvertretung, ein Ersatz für den Sünder. Und der Priester und der Mensch hat die Hand draufgelegt. Und deswegen, die Opfer ersetzen uns, das Kreuz beendet uns. Jetzt sehen wir, wie beides zusammengehört. Das Kreuz, an dem Christus starb, hat uns beendet, aber Christus war unser Ersatz, der für uns da starb. Wenn wir das Kreuz annehmen, wenn wir die Person annehmen, das lebendige Opfer Christus, dann werden wir auch wie er zu einem Brandopfer und einem Friedensopfer. Wir gefallen Gott und wir haben Frieden und wir verströmen Frieden. Aber sowas schaffen wir nicht, wenn wir das Gesetz halten. Selbst wenn du es schaffst, das Gesetz zu halten, bist du kein Brandopfer. Selbst wenn es dir gelingt, mal zur Abwechslung gehorsam zu sein, bist du kein Friedensopfer. Es gibt nur einen Weg, wie wir ein lebendiges Brand- und Friedensopfer werden können. Und das ist, wenn wir das Kreuz erfahren, den Altar erfahren und die Person, das Opfer erfahren. Das Kreuz beendet uns, die Person Christi als Opfer ersetzt uns. Können wir es klarer sehen, können wir es klarer verstehen? Und dann auf einmal, wenn wir das Kreuz haben, den Altar haben sozusagen, wenn wir die Opfer haben, dann haben wir auch die Säulen, dann werden wir zu diesen Säulen. Und 12 stehen auch für die 12 Stämme Israel, die vollkommene Zahl des Gottesvolkes. Der Herr braucht 12 Säulen, er will das ganze Gottesvolk als Ausstrahlung von sich haben. Gott will disqualifizierte Sünder, schwache Sünder, ungehorsame Sünder, unfähige Sünder in Säulen umwandeln, die ihn ausstrahlen. Deswegen sagt Gott, bemühe dich nicht, das Gesetz zu halten aus eigener Kraft. Lauf in seine Arme. Nimm die Erlösung an. Nimm die Beendung von dir an. Nimm die Ersetzung an. Und lass dich von Gott neu zusammensetzen und umbauen, damit du zu einer Säule wirst, einem lebendigen Zeugnis, zu seiner Widerspiegelung. Und wie geht das? Wie können wir das praktisch im Alltag machen, indem wir innerlich nicht nach der Seele oder unserem Verstand oder unseren Meinungen uns bewegen, sondern nach unserem Geist? Weil wenn wir im Geist sind, wenn wir Christus in unserem Geist innerlich berühren, dann geht das nur, indem wir, also dann in dem, im Geist erfolgt das alles. Im Geist erfolgt unsere Beendung. Im Geist erfolgt unsere Ersetzung. Im Geist folgt die Austeilung und die, ja, dass er sich in uns einwirkt. Also diese ganze Wirklichkeit vom Altar und den Opfern findet Moment für Moment statt, wenn wir innerlich unser Herz aufmachen und auf ihn schauen innerlich, den Blick innerlich auf ihn richten, unser Bewusstsein auf den Geist setzen. In dem Moment erfahren wir Moment für Moment den Altar und die Opfer. Wir erfahren das Kreuz und die Person Christi uns ersetzt. Wir erfahren die Austeilung und der lebengebende Geist pumpt sich aus in uns hinein. Und wir werden mit Christus angereichert, wir werden mehr und mehr zu seiner Säule, zu seinem Ausdruck. Darum, der gesamte ewige Plan Gottes hängt davon ab, dass wir länger, öfter und mehr in unserem Geist sind und uns im Geist bewegen. Nicht irgendwelche Gesetze äußerlich halten, sondern innerlich im Geist sind. Und dann bewirkt er den Gehorsam in und durch uns. Jetzt gehen wir weiter. 2. Mose 24, 6. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen. Die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Das Blut, das steht hier für Erlösung. Obwohl wir sündig gefallen und verdorben sind, haben wir das Blut für unsere Erlösung. Wir haben das Blut zur Vergebung der Sünden. Hebräer 9, 22. Fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das Blut in 2. Mose 24 hätte das Volk an was erinnern sollen. An was denn? Was ein Jahr vorher beim Auszug aus Ägypten geschehen war. An das Passablut, an das Passalamm. Da ist dieses Blut, das war zum ersten Mal, wo es wieder blutig zuging, mit Opferblut.
ein knappes Jahr vorher, bevor dieser Bund jetzt eingesetzt wurde am Sinai, war das Volk aus Ägypten ausgezogen. Jetzt waren sie am Berg Sinai angekommen und sie hätten jetzt an das Blut des Lammes denken sollen, das dahingestrichen wurde, und hätten eigentlich die Botschaft erkennen dürfen. Mose besprengte mit Blut sowohl das Dokument, das Buch des Gesetzes, und er besprengte auch das ganze Volk. Er besprengte das ganze Volk mit dem Blut. Und er sprach: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Davon ist die Rede in Hebräer 9,19. Es war ein Hinweis darauf, dass die Kinder Israels sündig waren, dass sie die Bedeckung des Blutes brauchten. Denn wären sie okay gewesen, hätte er sie nicht mit Blut besprengen müssen. Aber sie waren nicht okay. Und allein das hätte sie erinnern sollen, dass sie demütig werden und sagen: Herr, erbarm dich meiner, ich schaff's nicht, ich brauche dich, ich kann das Gesetz nicht halten. Aber so sprachen sie nicht. Wo kam das Blut her? War das das Blut, mit dem Mose sich selbst geritzt hatte? Nein. Wo kam das Blut her, was Mose dahin spritzte? Von den Opfern, von den Opfertieren. Und die Opfertiere sind ein Sinnbild auf Christus. In 1. Petrus 1, 18 und 19 heißt es: Wir sind mit dem Blut von Böcken oder Schafen erlöst, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, als eines unbefleckten Lammes, eines Opferlammes. Jetzt müssen wir mal den Zusammenhang sehen zwischen diesem alten Bund in 2. Mose 24, 1 bis 8, sondern wir müssen auch noch den neuen Bund sehen. Warum? Schon im Alten Testament wird ein neuer Bund erwähnt. Jeremia 31, 33. Also er sagt nicht, wie ich den Bund, den ich mit den Vätern geschlossen habe, sondern: Dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach diesen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und in Hesekiel 36, 26 und 27, da gab der Herr die Verheißung: Ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen oder bewirken, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wer schenkt hier das Wollen vollbringen? Gott selbst. Nicht der Eifer der Leute. Und hier sehen wir in diesen Prophetien, dass Gott mit seinem Volk noch einen anderen Bund schließen würde. Ein Bund, der jeden Mangel vom ersten Bund ausgleichen würde. Aber jetzt kommt's, und das ist wichtig: Gott hatte schon beim ersten Bund damals die Absicht, solch ein Volk zu haben. Es hat nur nicht geklappt. Aber die Absicht war unverändert dieselbe damals wie beim neuen Bund. Es war ident, gleich, die gleiche Absicht. Gott verhieß in Jeremia 31, 33, dass er sein Gesetz nicht mehr äußerlich irgendwo hinschreibt, sondern ins Herz reingibt. Er verheißt, dass er uns neu macht, dass er einen neuen Geist, seinen Geist in uns reingibt. Dass er sein Gesetz unser Inneres reinschreibt. Das kann nur geschehen, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir eine neue Natur empfangen, einen neuen Geist empfangen. Und was bewirkt das aber, diese Wiedergeburt? Was bewirkt das alles? Es bewirkt nicht einfach, dass Gott sich dazu fügt, sondern es bewirkt, dass er uns beendet und ersetzt und erlöst. Und dadurch, dass er uns ersetzt, kann er sich selbst zufriedenstellen. Weil nur Gott ist für Gott genug. Nur Gott ist passend für Gott. Darum muss er uns ersetzen. Selbst wenn wir noch so tadellos wären, er muss uns ersetzen, weil wir nicht hinlangen auf Gottes Niveau. Egal wie wir uns bemühen und wie vortrefflich wir sind, wir müssen ersetzt werden. Wir müssen das begreifen. Nur Gott kann seinen eigenen Standard erfüllen und zufriedenstellen. Nur Gott, und darum muss er in uns reinkommen. Er kann aber nur Raum nehmen, wenn wir Raum machen. Und Raum machen wir nur, wenn wir uns beenden lassen und ihm Raum geben, denn wenn wir mit dem Latein am Ende sind, fängt Christus an. Das wissen wir, oder? Haben wir schon oft erlebt. Solange wir noch strampeln,
kann er uns nicht retten. Ein strampelnder, den wir ein Rettungsschwimmer retten will, den kann er nicht retten, aber er muss müde gestrampelt sein, er muss aufhören zu strampeln, er muss aufgeben und dann übernimmt die Rettungskraft des Rettungsschwimmers und so will die Erlösungskraft uns ersetzen und uns mit Gott selber füllen, mit seiner Natur und seinem Wesen. Und dann will er seine eigene Rechtsforderung, die das Gesetz nun mal fordert, will er in uns erfüllen. Er selbst will es bewirken. Er selbst tut es. Er selbst erfüllt seine eigene Forderung. Und wir dürfen einfach nur staunend, dankbar, lobend dabei stehen und ihn genießen. Die Ökonomie Gottes, der Plan Gottes ist überhaupt nicht schwer. Es ist kinderleicht, wenn man mal weiß, worum es geht. Es ist kinderleicht, wenn wir loslassen. Auf einmal ist alles so leicht. Es ist leicht, sich von einem Rettungsschwimmer retten zu lassen, wenn man aufhört, dagegen zu strampeln. Aber erst dann ist leicht. Und ich glaube, wir alle haben schon erlebt, wie unendlich schwer es ist, solange wir noch kämpfen, solange wir noch unseren Eigensinn haben, solange wir noch Gott sagen, wie es zu tun hat, solange ist es unendlich schwer, sogar unmöglich. Aber wenn wir kapitulieren, ans Ende kommen, wenn wir sagen, nicht mehr ich, sondern du, Christus, dann wird es auf einmal so mühelos leicht. Und auf einmal sind wir die Träumenden. Wir dürfen zuschauen, wie ihr das Wollen und Vollbringen schenkt. Meine Gebote sind nicht schwer. Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Weil er trägt's. Er trägt's. Und wir versuchen gar nicht mehr es zu tragen. Wir versuchen gar nicht mehr das Gesetz zu halten. Wir lassen es einfach passieren. Wir lassen ihn gewähren. Gott muss uns und er will sein Volk erlösen, beenden, ersetzen. Dann werden wir sein lebendiges Zeugnis, seine Widerspiegelung, sein lebendiges Brand- und Friedensopfer. Und dann bekommen wir ein neues Herz. Wir erfüllen seine Forderung, seine Gebote ohne eigene Anstrengung. Davon redet Paulus im ganzen Neuen Testament. Das Kreuz Christi im Neuen Bund hat uns erlöst, beendet und ersetzt. Wir haben eine neue Natur, wir haben ein neues Wesen. Wir sind wiedergeboren worden. Wir haben einen neuen Geist empfangen. Der göttliche Geist, Gott selbst, wohnt in unserem Geist. Und wenn wir innerlich nach diesem Geist wandeln, wenn wir uns auf diesen Geist aufmerken, und uns in diesem Geist vorwärts bewegen, dann passieren die Dinge von selber. Und deswegen das Um und Auf, das A und O, das Um und Auf, vorn, hinten und alles miteinander, ist der Wandel im Geist. Ist das Öffnen unseres Herzens, ist das Ausrichten auf innerlich auf den Geist. Dann werden wir vom Geist Gottes geführt, gewarnt, beschützt. Dann werden wir getröstet. Und dann werden wir zu seinem Ausdruck, seiner Widerspiegelung. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wer von euch weiß, dass es in der Ehe, in der Familie leicht ist, irritiert zu werden, gereizt zu werden, verletzt zu werden, sich zu reiben? Wer von euch weiß, dass das so ist? Okay, die Unverheirateten noch nicht, aber ihr werdet es rausfinden. Es ist unendlich leicht, sich zu reiben. Es ist unendlich leicht, frustriert zu werden in der Ehe, in der Familie und ihr Lieben, auch in der Gemeinde. Selbst in der wahren Gemeinde, in der richtigen Gemeinde. Weil da sind so viele unterschiedliche Menschen beieinander. Und ich möchte es mal sagen, wer von euch hat noch nicht gemerkt, es ist unendlich einfach in der Gemeinde sich zu reiben, frustriert zu werden, sich zu ärgern oder sonst was. Wer von euch weiß, dass es leicht ist? Nicht schwer, leicht ist es, okay? Und jetzt ist, okay, nachdem das so leicht passieren kann, selbst den alten Hasen, selbst den langjährigen Gläubigen, es ist so einfach möglich, ungewollt zu verletzen, verletzt zu werden, sich zu reiben. Was will Gott, dass wir tun? Was haben wir früher gemacht? Und vielleicht denken manche, das wäre jetzt noch der Weg. Also gut, manche haben dem anderen
die Wadel Viergericht. Manche haben dem anderen gezeigt, wo es lang geht, nicht mit mir. Ich glaube, da merkt man schon, das war nicht ganz der christliche Weg. Dann haben wir gedacht, okay, der christliche Weg wäre runterschlucken und einer freundlich machen. So nach dem Motto, macht mir nichts aus, der Klügere gibt nach oder sonst was. Aber dieser Weg, leider, ist der Weg der Religion. Und dieser Weg löst das Problem nicht. Er verlagert es nur und irgendwann explodiert man. Irgendwann geht der Vulkan hoch oder man wird krank oder sonst was. Das funktioniert in der Ehe nicht. Runterschlucken funktioniert in der Ehe nicht, in der Familie nicht und in der Gemeinde nicht. Und jetzt kommen wir zu einem ganz praktischen Thema. Was ist der Weg des Herrn? Und wenn du erkennst, was der Weg des Herrn ist, praktizierst du es 10 von 10 Mal, weil das will der Herr. Jetzt schauen wir uns an, was der Weg des Herrn ist. Sobald du auch nur die geringste Reizung, Irritation, Verärgerung, Missmut, Unstimmigkeit wahrnimmst in Beziehungen, in Ehe, Familie und natürlich auch in der Gemeinde, was will der Herr, dass du tust? Der Herr will, dass du sofort in seine Arme läufst. Sofort drück dich ein Weg, ich hatte so ein Kissen, zur Mutter geh, das war, früher hat man das gesagt, drück dich ein Weg, zu Christus geh, zum Geist geh. Ja? Der Herr will, dass wir im absoluten Frühstadium, im Frühwarnsignal, wenn sobald irgendwas uns nicht perfekt harmonisch passt, dass wir sofort des Christus geben, Christus im Geist, in unseren Geist gehen, Christus im Geist berühren und es sofort ihm geben. Nicht schlucken, nicht rächen, nicht Revanche, nicht Retourkutsche, sondern sofort alles, was uns irgendwo irritiert, reizt oder sonst wie. Noch bevor wir schauen, dass wir recht bekommen, noch bevor wir schauen, dass wir das als Männer jetzt ausmachen und fast schon uns duellieren, ja, der Herr will, dass wir in 10 von 10 Fällen oder in 100 von 100 Fällen sofort, sobald es passiert, und vielleicht war es nichts, aber du hast dich irgendwo ohne Grund verletzt gefühlt, kommt auch schon vor. Egal, ist wurscht. Eingebildete Verletzung doch genauso wie eine reale Verletzung, es ist so. Der Herr will, dass es sofort mit jedem Weh, mit jeder Verletzung, mit jeder Irritation, sofort im Geist zu Christus gehst. Sofort anfängst, es Christus zu geben und den Herrn zu genießen. Danke, Heiliger Geist, danke. Oh, ich genieße dich jetzt im Geist, danke. Du tröstest mich jetzt, danke, Heiliger Geist, danke. Sofort, sofort wird diese Verletzung zu einem Sprungbrett, Christus zu genießen. Und wie er dich flutet, nicht nur mit Trost, mit Freude, mit Genuss seiner lieblichen Gegenwart, wiegt bei weitem den Schmerz auf, weswegen du zu ihm gegangen bist. Und so entkommst du dem Teufel jedes einzelne Mal und der Teufel wird auf dich anzugreifen, weil er merkt, die Anke genießt ja jetzt mal den Herrn mehr, wenn ich sie sekiere und ärgern tue. Also werde ich es tunlichst vermeiden, sie zu ärgern. Verstehst du, wie das läuft? Der Punkt, aber was machen wir oft als Christen? Wir kennen die Ökonomie, wir kennen sie im Kopf, wir wissen, dass der Herr sich austeilen will, und zwar jeden Moment unseres Daseins, und wir können tagelang, wochenlang schmollen. Wir können tagelang, wochenlang angefressen sein. Was ist das? Das ist purer Selbstmord in Gottes Augen. Das ist einfach nur Masochismus. Der Herr sagt, ich habe dich nicht geschaffen, Schmerzen aushalten zu müssen. Jeden Schmerz in der Arbeit, jede Ungerechtigkeit, jeder eingebildete, vermeintliche oder reale Schmerz, Verletzung, gibst du sogleich im Geist dem Herrn ab und fängst dabei an, den Herrn zu genießen, der immer gut ist, der immer für dich ist, der immer glückselig dich flutet mit allem Guten. Haben wir das verstanden? Der Herr will, dass das ist der Christusweg und nichts anderes. Es gibt keinen anderen Christusweg für einen Christen. Es gibt nur das. Nicht ausdiskutieren, nicht auskämpfen, nicht Retourkutsche, nichts davon. Du gehst zu Christus. Und das nächste Mal, wenn der Person begegnet, sich verletzt hat, auch in der Ehe oder sonst wo, es tut auf einmal nicht mehr weh, weil du bist so im Airbag, im pneumatischen Christus, Heilige Geist-Bag, bist du sowas von eingehüllt, dass das nichts mehr wehtun kann. Und jetzt ist die echte Frage, tun wir das?
Tun wir das den ganzen Tag über, wenn uns irgendwas komisch kommt? Tun wir das als Christen? Oder handeln wir noch wie die Heiden? Schlucken, dulden, innerlich schimpfen, hintenrum uns beschweren, sudern, klagen, murren, knurren. Das ist doch nicht der Weg, das ist doch nicht die Ökonomie. Wer weiß, vielleicht was der Heilige Geist. Na egal, aber die Frage ist einfach die, warum müssen wir noch einen Tag uns und andere unglücklich machen? Warum können wir nicht einfach anfangen mit dieser, warum kann der Herr nicht unser Herz heute erreichen und sagen, er ist absolut richtig, das ist der Weg mit Christus. Ich muss, wenn ich mich ärgere, erlöst, beendet und ersetzt werden. Von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seinem Trost, von seinem Wohlgefühl. Dann kriegt Christus Raum und Grund in mir. Wer von euch spürt, dass der Heilige Geist die Wahrheit dessen bezeugt in deinem Herzen? Es ist so. So wirst du zu Gottes Widerspiegelung und nicht zur Widerspiegelung deines Ärgers. Aber die Kinder Israel haben das hin und vorn nicht begriffen. 2. Mose 24, Vers 3. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte Jahwes und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und es sprach nicht nur einmal, es sprach zweimal auf so törichte Weise. Und in Vers 7 heißt es, dass Mose das Buch des Bundes nahm und er las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, werden wir tun und gehorchen. Sie waren geistlich völlig blind. In einem gefallenen Zustand, in einem natürlichen Zustand, sahen sie nicht, was Gott war. Sie sahen nicht sein Herzensverlangen. Sie kannten Gott nicht. Sie kannten sich selbst nicht. Was waren sie stattdessen? Selbstsicher. Es wird doch gelacht. Da krempeln wir die Hände, da krempeln wir die Ärmel hoch, ja, und packen es an. Ja, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Ja, selbstsicher. Vertrauten auf sich selber, wie Petrus. Ich gehe überall hinher. Und Christen, die keine Vision haben von Gottes Herzensverlangen, die reden genauso. Der Herr sagt, lieb deine Frau wie Christus, das mache ich. Ordne ich den Mann unter, mache ich. Erzieht eure Kinder, mache ich, schaffe ich. Kinder gehorcht den Eltern, na klar schaffen wir das. Nein, wir schaffen es nicht. Nichts davon schaffen wir aus uns. Wir sind religiös verblendet. Wir denken, wir sind fähig. Wir müssen sehen, wie Mose durch Gott, auf Gottes Führung hin und Inspiration hin diesen Bund einsetzte. Mit dem Altar, den Opfern und den 12 Säulen und das Blut. Und wann immer auch wir schuldig werden, dann dürfen wir das Blut anwenden, Vergebung empfangen. Wir dürfen sagen, Herr, ich empfange Vergebung und jetzt übernimmst du, Herr. Wir werden von ihm ersetzt und werden zu einer Ausstrahlung und Widerspiegelung. Was sehen wir in 2. Mose 24, Verse 1 bis 8? Wir sehen den ewigen Plan Gottes. Wir sehen die Ökonomie Gottes ganz hell aufleuchten. Und 2. Mose 24 ist die Brücke von allem, was vorangegangen ist, vom Auszug aus Ägypten hin zu Gottes Herzensverlangen, der Bau der Stiftshütte. Und um dorthin zu kommen, um auf dieses andere Ufer hinzukommen, wo wir in Gottes Wohnstätte hinkommen, in Gottes Wohnort hingelangen, müssen wir diese Brücke überschreiten. Wir müssen die Ökonomie erkennen und verstehen. Dass wir nicht das Gesetz halten, sondern wir sollten beendet und ersetzt werden, um Säulen zu werden, die Gott widerspiegeln in Christus. Der Herr sagt, red nicht mehr unsinnig, red nicht mehr deppert, red nicht mehr töricht und versprich alles zu tun, was Gott sagt. So ein Gelübde abzulegen, so vollmundig zu beteuern, dass du alles tust, zeigt nur, wie natürlich du bist, wie wenig du dich selber durchschaut hast, wie du deine Untiefen kennst. Du hast schlicht und ergreifend nicht die Kapazität, es umzusetzen. Und er sage doch, überschlag die Kosten vorher, wenn du ein Bauwerk, einen Turm baust, wenn du in den Krieg ziehst. Er sagt, überschlag die Kosten und sag, Herr, erbarm dich meiner, ich schaff's nicht. Überschlag die Kosten, dass du schwach bist, egal wie stark du dir heute vorkommst. Schau dein Leben an, wie viel Versagen da sind, wie viel Mängel da sind.
Hast du wirklich eine Berechtigung, so vollmundig dem Herrn das zu versprechen? Haben wir das? Wo nehmen wir eigentlich diese Siegesmentalität her? Einfach so, haben wir uns ein bisschen Mut angetrunken. Nein, er sagt, es gibt nur einen Weg, wie du schaffen kannst. Erlösung, Beendung, Ersetzung. Und das kommt von mir. Du musst innerlich neu verfasst werden, neu zusammengebaut werden. Und lächerliche Versprechungen, lächerliche Beteuerungen, vollmundiges Blabla, ich verspreche dir das Blaue vom Himmel runter, Gott. Eigentlich ist es nur eine Belustigungsstunde für den Herrn. Eigentlich, ehrlich gesagt, er sagt, wenn du dich sehen würdest, wie ich dich gerade sehe, als was für eine Lachplatte, als was für ein Clown du gerade vor mir stehst, ein religiöser Clown, dann würdest du dir auch einen Ast lachen. Es wäre viel vernünftiger zu sagen, Herr, ich habe nichts, ich kann nichts tun, aber ich habe dich. Du hast die Möglichkeit, dass ich erlöst werde, beendet werde, ersetzt werde. Wenn du dich in mich einwirkst, dann kannst du es vollbringen, was ich in mir nicht schaffe. Du kannst mich neu zusammensetzen. Du kannst mich zu einer lebendigen Säule als dein Zeugnis machen. Und Gott sagt, das will ich. Ich will mich einwirken in dich. Ich will mich austeilen in dich als lebengebender Geist. Ich möchte dich mit mir neu, völlig neu zusammensetzen. Ich will dich durch Kreuz und Auferstehung bringen. Ich will dich abreißen und aufbauen. Dann wirst du mein Zeugnis sein. Jetzt sehen wir, warum Mose auf diese Weise den Bund geschlossen hat. Mit dem Altar, den Opfern, dem Blut und den Säulen. Aber das ist nicht der Weg der Religion, wie wir ihn kennen. Die Religion im Judentum, im Katholizismus, im Protestantismus sagt Gläubigen, du musst tun, was Gott sagt. Du musst seinen Geboten gehorchen. Das ist die Betonung in der landläufigen religiösen Ausprägung, auch des Christentums. Und warum gefällt uns das so? Warum springen wir alle drauf an, reflexartig? Weil sie unseren natürlichen Wesen so nahe kommt. Sag mir, was ich tun soll, dann kann ich aktiv werden. Wir sind so gern aus eigener Kraft aktiv. Da fühlen wir uns gut dabei. Wenn wir was tun können für Gott, dann fühlt mir toll. Wir versuchen unser Bestes. Wir bemühen uns und sagen noch, Gott segne das, was wir tun. Wir versuchen, ihm zu gefallen. Wisst ihr, wer auch aus eigener Kraft versuchte, Gott zu gefallen? Kein. Oder denn das Beste von den Früchten, den Erstlingsertrag seiner Früchte, hat er Gott gegeben. Gott, also jetzt kannst du beim besten Willen nichts mehr dagegen haben. Jetzt musst du doch beeindruckt sein, Gott. Er hat aus eigener Klugheit, aus eigenem Dafürhalten, hat er Gott sein Bestes angeboten. Und Gott hat es verworfen, weil er Religion immer verwirft. Und der Erste, der Religion erfunden hat, war Kain. Wir denken, ja, aber darum hast du doch Gott uns das Gesetz gegeben, damit wir es einhalten, oder? Du bist doch nicht deppert, oder? Du gibst doch ein Gesetz, dass wir es halten, oder? Und Gott sagt, nein, Irrtum. Meine Absichten sind höher als deine Wege. Ja, aber jeder normale Mensch, der bei gesundem Menschenverstand ist, der irgendwo bei Trost ist, denkt doch, aha, Gesetzgeber, Gesetz, Gesetz halten. Verbinde die Punkte dazwischen, ja, IQ-Test. Du hast richtig gehört, gesunder Menschenverstand, nicht Gottes Verstand. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Der Menschenverstand ist seiner Ökonomie, seinem großen Plan völlig entgegengesetzt. Wie Mose das Gesetz einsetzte, war grundverschieden, wie wir es auf menschliche Weise erwartet hätten. Wir hätten erwartet, Mose würde das Volk jetzt einschwören auf Gehorsam. Er würde dem Volk gebieten, ihr müsst treu sein, ihr Israeliten. Ihr müsst diesem Gott völlig ergeben dienen. Ihr müsst das Gesetz halten. Mose macht nichts davon. Er richtet einen Altar, bringt zwei Arten von Opfern da, Brand- und Friedensopfer, nimmt das Blut, spritzt auf das Buch, spritzt auf das Volk und baut Säulen. Geheimnisvoll, rätselhaft.
ja, Mose, bist du noch ganz bei Trost, dass du da so komische Sachen aufziehst? Was soll denn das? Ist es ein vernünftiger Bund, wie man sich vorstellt im Altertum? Aber Mose wollte was verklicken. Er wollte was deutlich machen. Er wollte sagen, egal was du von dir selber denkst, ich weiß was und Gott weiß was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Du bist gefallen. Du bist disqualifiziert. Du schaffst es nicht. Du brauchst den Altar, das Kreuz. Du brauchst die Opfer. Du brauchst Christus als dein Opfer. Du brauchst das Blut. Du brauchst Erlösung, Ersetzung und Beendung. Sonst bist du mich verdorben und hoffnungslos. So wirst du nie zur Säule. Dein Beteuern in Ehren, deine Neujahrsvorsätze in Ehren. Aber am 2. Januar hast du schon gebrochen. Ja. Wie kann Gottes Vorsatz, nicht dein Neujahrsvorsatz, wie kann Gottes ewiger Vorsatz erfüllt werden, indem Gott es selber tut? Lass mal Christus ran. Lass mal Gott selber ran. Lass dich von ihm erlösen, beenden und ersetzen. Lass das Blut wirksam werden. Du wirst gereinigt von deinen Sünden. Durch Christus selbst wirst du neu heute ersetzt, neu innerlich verfasst und umgebaut und zusammengesetzt. Und während wir diesen Prozess durchlaufen im Glauben, wir verwerfen den Selbstvertrauen, wir verwerfen an uns selbst zu glauben, wir glauben an Christus. Solange wir noch uns selbst vertrauen, enttäuschen wir den Herrn. Petrus hat den Herrn enttäuscht. Aber ich sage dir, wenn du den Weg der Ökonomie gehst, enttäuschst du Gott nicht, sonst stehst du ihn zufrieden. Das ist der Weg des Sieges. Das ist der Weg, der einzige Weg, wie wir ans Ziel kommen. Und wenn wir in der Vergangenheit religiös unterwegs waren und es selber versucht haben, wir haben sein Blut heute, wir dürfen es anwenden. Der Herr will uns beenden, ersetzen, uns zu Säulen machen, um uns groß zu machen in unserem Leben. Um Gott groß zu machen, nicht uns selber. Das ist Gottes ewiger Plan. Jetzt sehen wir, wir dürfen uns abwenden, unserer natürlichen Vorstellung. Gesetzgeber, Gesetz, Gesetz halten. Nein, das war's. So hat es Gott nicht gemeint. Gesetzeinsetzung, Altar, Opfer, Blut, Christus. Das ist Gottes Weg. Wir dürfen uns zu Gottes Weg hin begeben. Wir kommen von unserem Vorsatz zu Gottes Vorsatz, von unserer Vorstellung der Religiosität hin zu Gottes Gnade. Und in den 10 Geboten sehen wir all das noch nicht. In den 10 Geboten siehst du nicht Gottes Ökonomie. Du siehst nicht Gottes ewigen Plan. Du siehst nur Gottes Forderung. Du siehst Gottes Charakter. Er ist eifersüchtig, heilig, rein und liebevoll. Aber du siehst keinen Heilsweg in den 10 Geboten. Du siehst in den 10 Geboten nicht das erlösende Blut. Keine Erwähnung des Blutes. Du siehst keinen Altar in den 10 Geboten, nicht das Kreuz von Christus. Du siehst keine Opfer in den 10 Geboten. Du siehst nicht die wunderbare Person des Sohnes, die für dich geschlachtet wird. Du siehst nichts davon in den 10 Geboten. Deshalb müssen wir weiterlesen von den 10 Geboten hin zu den Satzungen und hin zu 2. Mose 24, wo es noch heller aufleuchtet in der Einsetzung von Mose des Bundes. Das Gesetz stellt uns Gottes Ökonomie noch nicht klar dar. Aber die Einsetzung, die in 2. Mose 24 steht, uns vor Augen gestellt wird, die zeigt uns Gottes ewigen Plan in strahlend hellen, klaren, profilierten Farben. Und wir lesen in diesen Schlüsselversen, die wir auch im Haus der Kraft hatten letzte Woche, Jeremia 31, Hesekiel 36, der neue Bund, das neue Herz, der neue Geist. Wir lesen von diesem neuen Bund, und er hat ihn geschlossen auf Golgatha. Seine Gesetze gibt in unser inneres Sein hinein. Er verändert unser Herz. Er gebärt uns wieder in unserem Geist. Er gibt seinen Geist in uns, um uns zu ersetzen. Er will uns vergeben, uns reinigen. Jeremia 31, Vers 34, da steht, denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nicht mehr denken. Hesekiel 36, Vers 25, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Ihr werdet rein sein.
Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und sie zeigen, Gott will uns waschen. Gott will uns vergeben. Er will uns reinigen. Lass dich nicht beunruhigen von deinem Scheitern. Lass dich nicht beunruhigen von deinem Versagen. Lass dich nicht beunruhigen von deiner Schuld. Für all das gibt es Waschung, Reinigung, Vergebung. Aber der Punkt hier in 2. Mose 24 ist nicht, dass Gott uns reinigt. Ja, das wird auch mit dem Blut angedeutet. Aber er gibt uns mehr als nur Reinigung. Er will uns Gottes Natur als das Gesetz des Lebens in uns hineingeben. Das Gesetz der Sünde, dass wir sündigen, ist das die Natur von Satan. Aber das Gesetz des Lebens, dass wir im Geist mit Leben versorgt werden und getröstet und beglückt sind, das ist die Natur Gottes. Und dadurch, dass Gott seine Natur in uns hineingibt, als das Gesetz des Zoe-Lebens, des göttlichen Lebens, dadurch verändert er unser Herz. Er gebiert uns von Neuem. Er gibt uns einen neuen Geist und gibt sich selbst hinein in unseren menschlichen Geist. Und auf diese Weise werden wir innerlich immer mehr ersetzt und wir werden neu zusammengebaut. Wie durch einen Stoffwechsel. Du hörst auf mit der schlechten Ernährung. Die schlechte Ernährung aus deinem Körper wird allmählich ausgeschieden. Die neue Ernährung wird in dich eingebaut. Und so wird Christus, wenn wir Christus essen und berühren im Geist, baut sich Christus ein in uns und wir werden mit Christus neu zusammengesetzt. Wir werden ein lebendiges Zeugnis und ein Bild dessen, was Gott ist, und wir werden eine Widerspiegelung Gottes, eine Säule. Und das ist das große Thema vom Apostel Paulus. Das ist der große Plan, den uns Paulus in immer neuen Facetten auch im Neuen Testament zeigt. Und auch Petrus sagt uns, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur in 2. Petrus 1,4. Und diese Aussage, dass wir Teilhaber werden der göttlichen Natur, wir Menschen werden Teilhaber seiner göttlichen Natur, ist die Gipfelaussage des Höchsten, was der Apostel Petrus je geschrieben hat und ausgesagt hat. Aber Petrus zeigt uns nicht den Weg. Aber Paulus zeigt uns den Weg. Und darum bin ich für Paulus so dankbar. Paulus zeigt uns, wir müssen unseren Verstand, unser Bewusstsein auf den Geist ausrichten, auf den Geist setzen. Denn wenn wir unser Bewusstsein auf das Fleisch, auf das, was uns ärgert, ausrichten, dann haben wir Tod. Das haben wir alle schon erlebt. Wenn du dich ärgerst, erlebst du Tod. Wenn du aber dich bewusstseinsmäßig auf den Geist ausrichtest, erlebst du Leben und Frieden. Römer 8. Unseren Verstand, unser Bewusstsein auf den Geist ausrichten in uns, ist Leben und Frieden. Was immer dich überfordert im Alltag, was immer dir zu schwer wird, in der Arbeit, in der Ausbildung, in der Ehe, in der Gemeinde, der Herr will, dass wir ständig unser Bewusstsein auf den Geist richten. Sofort mit allem Schweren, allem Weh, sofort den Herrn berühren und es dem Herrn geben. Und sofort werden wir von seinem Zoe-Leben, von seinem Lebensstrom versorgt, gewaschen, geheilt, gestärkt, erquickt. Egal wie schlecht du geschlafen hast, egal wie kaputt du bist, egal wie dein Tag, es war wieder einer dieser Montage, den Bach runterging, egal wie es war, der Herr als lebengebender Geist flutet dich mit sich selbst. Aber das geschieht nur, wenn du den Schalter anmachst und in den Geist gehst. Nur dann. Und du kannst die ganze Woche dich rumschlagen und rumärgern und nörgern, wie die Heiden leben als Christ. Und du schaust alt aus und du bekommst Furchen und Falten und graue Haare. Mehr, schneller. Aber wenn du wenn du auf den Geist dich ausrichtest, erlebst du Anti-Aging, Erquickung. Es ist wunderbar. Du wirst erlöst, beendet und ersetzt und zu Gottes lebendigem Zeugnis. Ich glaube, das ist eine gute Botschaft, oder? Und sie ist nicht schwer. Sie ist eigentlich kinderleicht. Aber wir müssen es tun. Und ich hoffe, ich habe es euch einfach genug vermittelt, wie leicht es geht. Aber wir müssen es tun. Danke, Jesus. Amen.